sagen, es geht nicht auf die Schnelle. Art und Weise, wie sich manche Leute vorstellen, von heute auf morgen der Beste zu sein. Denn um der Beste zu sein, musst du bereit sein, alles zu tun, alles zu geben, mit der richtigen Einstellung dein Leben zu leben, Höhen und Tiefen zu überstehen, vielleicht auch alleine deinen Weg zu gehen, zu verstehen, klar zu sehen, richtig damit umgehen, dann kann auch nicht schief gehen. Ich meine Respekt, Ruhm und Anerkennung, ganz oben zu sein, aber trotzdem korrekt sein, denn es ist nur eine Geschichte, die ich erzähle. Doch das, was ich erzähle, steckt mir in der Seele. Quäle mich nicht mit deinem dummen Getue, laber mich nicht voll, bitte lass mich in Ruhe. Am Anfang ausgepfiffen, ausgestoßen, Mensch, ich hab es begriffen, keine Chance bei den Großen. Und das ist wirklich so, nur Originalität. Und das ist wirklich so, wirklich so, wirklich so, wirklich so. Es ist ziemlich schwer, dieses Gefühl zu beschreiben, dabei zu sein, nicht respektiert zu werden, von den Leuten verspottet, links liegen gelassen. Und irgendwann fängst du an, es zu hassen, kriegst deinen Plan, der ist ziemlich genial. Egal, doch für die anderen fatal, du trittst aufs Pedal, kommst langsam voran, Stück für Stück deinem Ziel entgegen. Und bist du einmal oben, dann wirst du was bewegen, jetzt bist du an der Spitze, ganz weit vorn. Auf einmal fragst du dich, was hab ich hier verloren? Ich wurde nicht respektiert, man hat mich ignoriert, man hat mich isoliert, doch jetzt hab ich sie schockiert. Sie wollen mich jetzt, denn ich hab jetzt einen Namen. Und hast du einen Namen, gehörst du in den Rahmen der Großen. Ein Vorbild zu sein, mit dieser Einstellung sind sie leider allein. Denn es ist kein Traum von diesem King-Gehaber. Und wenn sie Leute sagen, ist es nur Gelaber. Hast du es nicht gecheckt, dann träume nur weiter. Doch willst du nach oben, betritt dir die Leiter. Betrittst du die Leiter, ist es Realität. Und die Realität ist das, worum es geht. Von dieser Geschichte nicht immer zuschauen, muss dir was aufbauen, und zwar dein eigenes Denken, was du ganz alleine denkst, deine eigenen Gefühle, die du ganz alleine lenkst, deinen Namen, der dir allein gehört, eine Identität, die dir keiner zerstört. Und hast du diese Sachen zusammengestellt, ist dir eins klar, du kommst nicht als King zur Welt.